Hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja einen irgendwie erfreulichen Zusammenstoß mit einem alten Freund von uns. Leider ist dieser uns wieder abhanden gekommen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir eigentlich zu dieser Bahn kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt die gleiche nehmen müssen, durch die wir hergekommen sind. Mit der Trambahn zur Berghütte am Silbersee fahren. Ja, ich meine, dass wir aus dieser Richtung reingelaufen sind, oder? Herr Müller sagte, ich erreiche die Berghütte mit der Trambahn. Ja, da möchte ich hin. Anscheinend möchte sie lieber nach links. Also ist das vermutlich der Ausgang. Oder auch nicht, ich kann mich hier nicht... Es wäre schön, wenn man hier mal was sehen würde. Ach so, man kann die Treppen hochgehen. Es hört sich so an, als ob sie es macht, aber ich bin mir nicht sicher. Nö, also sie stellt sich zwar in die Ecke hin, aber irgendwie will sie nicht. Keine Ahnung. Hier kommt sie jetzt nicht durch, so wie es aussieht. Herr Müller sagte, ich erreiche die Berghütte mit der Trambahn. Ja, warum gehst du dann immer nach links? Ich glaube nicht, dass die da hinten... links hin muss. Dann schauen wir mal. Nein, nicht schon wieder. Nicht Oscar. Ach, verdammt. Warum muss ich jeden verlieren, den ich liebe? Hier sind wir doch reingekommen. Das Blöde ist, man kann auch die Perspektive nicht wirklich ändern. Na, da hinten komme ich jetzt wahrscheinlich nicht raus. Da lang nicht. Ja, war ja wieder klar. Aber die Treppen, meine ich, sind wir auch nicht runtergekommen, als wir gekommen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da, also dass wir von daher gekommen sind, wo sie jetzt nicht rum will. Hier oben kann man doch nichts mehr machen, oder? Da sind noch Stufen, aber da können wir doch nicht durch. Hallo? Nee, offenbar nicht. Jetzt darf ich da auch nicht mehr runter. Okay. Hilfe, ich weiß nicht, wo es lang geht. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist aber auch so eine blöde Perspektive. Moment, kann ich hier irgendwie Spieluhr? Nee, das ist nur das Inventar, ne? Das ist nur das Inventar. Und da wird auch nur stehen, ja. Zurück zu Müller gehen. Hä? Ich frage jetzt erstmal die beiden hier. Bleib mal stehen. Nein. Was war denn das für eine Bestie? Ach, Moment. Zurück zu Müller gehen. Ah. Sollen wir jetzt tatsächlich zu dem... der war jetzt hier geradeaus durch, ne? Jetzt kann man hier die Perspektive wieder nicht wechseln. Das ist so blöd. Vor allen Dingen, man läuft ins Bild rein. Kann ich hier irgendwie da rein, damit mir das folgt? Auch nicht. Wobei, das ist offen. Moment, das war doch Müller, ne? Ja. Konnten Sie es einfangen? Nein, tut mir leid wegen Ihrer Vorarlbergkugel. Ach, nicht doch. Die wollte sowieso keiner. Im Schaufenster hat sie nur Platz weggenommen. Automaten faszinieren die Leute nicht mehr so wie früher. Es wird vermutlich niemand bemerken, dass sie weg ist. Wirklich ein schrecklicher Verlust. Unsäglich schmerzhaft. Aber trotzdem danke für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen, Fräulein. Danke, Herr Müller. Ich werde zur Berghütte gehen, von der Sie mir erzählt haben. Wiedersehen. Komm schon, Kate.
Herr Müller hat dir alle Informationen gegeben, die du brauchst. Und Oskar ist über alle Berge. Ich gehe besser zur Tram. Das versuche ich doch schon die ganze Zeit. Aber ich glaube, wir kamen auch aus der Richtung. Was zum Teufel macht mein Besen hier? Der ist umgefallen, glaube ich. Das verdammte Ding ist abgehauen, hm? Gut so. Arschloch. So, die Frage ist jetzt, wo waren wir jetzt hier? Doch, da ist die Straße, ne? Man kann auch nichts sehen hier. Hallo, guten Tag, kann ich mit Ihnen reden? Oh, wie ich das hasse. Wenn man die Perspektive mal ein bisschen ändern könnte, dann könnte man zumindest sehen, ob man jetzt auf dem richtigen Weg ist. Wo man ist. Ah, Moment, hier. Ah, jetzt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo wir hin wollten. Ich glaube, Silberspiegel war das, ne? Die Berghütte, genau. Das ist was für ganz Faule. Auch nicht schlecht. Naja, zumindest ist es kundenfreundlich gemacht. Ne? Für diejenigen, die denen vielleicht schlecht wird oder so. Jetzt habe ich da jemanden sitzen sehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich dorthin komme. Nicht wirklich heimelig. Ich sollte besser schnell die Berghütte finden. Niemand hier. War zu erwarten. Du musst es mal eben noch angucken. Was ist denn das? Danke, aber nein, danke. Nee, also so klettern, mal so aus Spaß, okay. Oh, wie hübsch. Zu oft müsste ich das, glaube ich, auch nicht haben. Laufen kann ich auch oder nicht? Och Mann. Was ist das denn?
ist so wunderschön, so ruhig. Aber was mache ich hier? Es heißt, Unglück kommt im Dreierpack. Erst Mutters Tod, dann die arme Katjuscha. Und jetzt Oskar. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn wieder verloren habe. Bin ich verflucht? Zum Glück habe ich noch das Mädchen auf dem Bild. Etwas, in das ich meine Hoffnung setzen kann. Aber vielleicht mache ich mir nur etwas vor. Und warum ich? Warum nicht Katjuscha? Warum musste sie sterben? Es ist, als hätte das Bild mich erwählt. Es ist wunderschön hier. Doch ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Aber es kommt mir richtig vor. Keine Ahnung, warum. Ich meine, warum bin ich mir so sicher, dass die Berghütte etwas mit dem Bild zu tun hat? Vielleicht bin ich nur eine hoffnungslose Optimistin oder eine verirrte Träumerin. Gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, Optimist sein ist allerdings niemals hoffnungslos. Ja. Der gute Herr aus dem Antiquitätengeschäft hat ja gesagt, wir müssen noch ein wenig zu Fuß laufen. Was haben wir denn hier? Tramhaltestelle und... Herr Müller hatte recht, es ist eine ganz schöne Wanderung zur Hütte. Na, je eher ich loslaufe, desto schneller komme ich hin. 7,5 Kilometer, okay, Respekt und das auf dem Berg. Da hätte ich jetzt so gar keine Lust drauf. Also ich meine, die 7,5 Kilometer zu laufen ist noch die eine Sache, aber auf dem Berg, das ist... Ich habe es schon immer gehasst, damals als Kind mit meinen Eltern bergsteigen zu müssen. Ich wollte gerade noch sagen, ich hoffe, das wird uns jetzt hier nicht angetan. Den Ausblick bewundern. Wie können wir denn hier den Ausblick bewundern? Das sind scheinbar so kleine Nebenquests, die man machen kann. Also, doch, hier. Das sieht mir... Ein bisschen zu nah am Rand, finde ich. Ich brauche einen sichereren Platz. Dann halt nicht. Dann gucken wir, ob wir woanders... Was für eine fantastische Aussicht. Ich sollte mir einen besseren Platz suchen, um sie richtig zu genießen. Okay, viel umschauen können wir uns nicht. Aber damit haben wir die kleine Nebenquest auch abgehakt. Vorhin das mit den Ständen waren es, glaube ich. Konnte ich leider nicht lesen, deswegen wusste ich auch nicht, was ich da machen sollte. In der vorletzten Folge, glaube ich. Hier bin ich besser vorsichtig. Zu viele umgestürzte Bäume und wackelige Steine für meinen Geschmack. Ja, die Frage ist, was war das? Hab ich mich jetzt schon? Oh. Süß. Denkplatte für Widerstandskämpfe ansehen. Moment, ist das die hier? Na, was haben wir denn hier? Im Gedenken an alle Widerstandskämpfer der Berge. Können wir jetzt hier hoch oder müssen wir vorne rum? Das ist jetzt die Frage. Schade, dass ich keine Pause machen kann. Hier wäre ein schöner Platz zum Sitzen. Dann schauen wir da mal auch noch mal eben rein.
Doch nicht. Offenbar leben in diesen Bergen alle möglichen Wildtiere. Tipps für Wanderer? Danke, aber ich glaube, das kann ich so langsam. Ja, das denke ich auch. Lawinenwarnung, Wetterwarnung, also die übliche Routine, über die man informiert wird. Grüßen Sie andere Wanderer. Okay. Ja, freundlich sein darf man ja immer. Aber wen ich grüße, das bleibt mir noch überlassen. Okay, ich denke mal, dass wir da an einem Wasserfall vorbei müssen. Ich hoffe, dass es dann da gleich hochgeht. Ah ja, sieht so aus. Oh. Na, das war mal eine Wanderung. Ja, wir sind doch noch gar nicht da. Zumindest sehe ich hier nicht ansatzweise irgendwas von einer Hütte. Ach Mann. Jetzt auch noch eine Leiter? Ja, unten kann ich den Leiter erkennen. Oben sieht das irgendwie. Oh, okay. Auf geht's. Das sieht aus, als ob das sehr mit Spinnweben behangen ist. Okay, so von nahen eher nicht. Ja, immer noch weitermachen, nicht einfach stehen bleiben. Komm schon. Ich bin mir sicher, es gibt einen anderen Weg. Uff. Endlich. Oh. Yay, wir haben die Hütte. Gemäß des ungeschriebenen Gesetzes von solchen Adventures werden wir wahrscheinlich jetzt nicht reinkommen. Wie kommt wohl der Strom für die Hütte her? Okay, das könnte nochmal wichtig sein. Nachsehen oder? Ja. Na gut. Das habe ich schon mal gesehen. Muss es sein. Jetzt sollte ich irgendwo einen identischen Punkt finden. Keine passenden Punkte hier. Ich sollte etwas anderes versuchen. Nein, das passt nicht. Hä? Ich hab doch schon die Gipfel miteinander verbunden. Diese schroffen Gipfel, sie sehen genau gleich aus.
Ja, das wissen wir. Genau, was ich gesucht habe. Perfekt. Tja. Felsen. Das ist nicht spezifisch genug für handfeste Schlussfolgerungen. Ja, aber das ist ja nun mal das Gebiet hier. Da kann ich ja auch nichts für. Der Himmel ist auch nicht spezifisch genug. Ein Berg. Okay. Jede Menge Felsen dort hinten und auf dem Bild. Aber die Referenzpunkte müssen spezifischer sein. Was willst du denn noch? Herzförmige Felswand. Ja, das hört sich doch sehr spezifisch an. Wenn ich die nicht sehe. Ist das die hier? Nee. Diese Felswand. So. Das kann kein Zufall sein. Die sieht zwar nicht herzförmig aus, aber okay. Wow. Sieht genauso aus. Atemberaubend, nicht wahr, Fräulein? Wunderschön. Das ist der Silberspiegel. Unser ganzer Stolz. Nach meinem Gemälde zu urteilen, sah er schon vor 60 Jahren so aus. Ma'am, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur... Sie sehen der Person auf dem Bild unglaublich ähnlich, Fräulein. Also, das heißt, Sie kennen sie, oder? In der Tat. Aber es ist sehr, sehr lange her. Ich bin sehr weit gereist, um etwas über sie herauszufinden. Ich wüsste wirklich gern, wer sie ist. Oder war. Das ist mir sehr wichtig, verstehen Sie? Und warum, Fräulein? Ich habe es einer Freundin versprochen, die mir das Leben gerettet hat, bevor sie selbst starb. Verstehe. Wie heißen Sie eigentlich? Oh, Walker. Kate Walker. Ich bin Leni. Leni Renner. Freut mich, Frau Renner. Demoiselle, meine Liebe. Diese Beine haben mich nie zum Altar tragen wollen. Oh, Demoiselle Leni. Also, Fräulein Walker, 1937, sagen Sie. Ah, das war vor dem Krieg, als ich noch springen konnte wie eine junge Bergziege. Damals war mein Vater noch der Wirt hier. Die Geschichte Ihres Gemäldes begann damals an einem Sommerabend. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Eine Gruppe Wissenschaftler wohnte auf der Hütte, um sich auf eine Expedition weit in den Osten vorzubereiten. Ein hiesiger Alpinist bildete sie aus und sollte sie führen. Sein Name war Leon Kobartis. Oh, er sah aus wie ein griechischer Gott. Und noch dazu Olympiasieger. Sehr beliebt bei den Damen. Er war so charmant zu mir, zwinkerte und lächelte, wenn ich ihm sein Bier servierte. Dankeschön, Demoiselle Leni, sagte er immer. Und auch noch auf Französisch. Ich kam ihr vor wie eine vornehme Dame. Aber dann scheuchte mich Frau Junter immer weg. Frau Junter? Die muss damals Mitte 20 gewesen sein. Aber für mich wirkte sie natürlich wie eine alte Vettel. Und es gefiel mir nicht, wie sie Leon mit ihrer Kamera herumkommandierte. Auf der Hütte ging es hoch her. Alle waren fröhlich. Und die Wissenschaftler debattierten wie üblich über dies und jenes. Ein lustiger Haufen, trotz ihrer Diskussionen. Außer einem. Frank Höss war sein Name und er blieb lieber für sich. Selbst mit meinen jungen Augen konnte ich sehen, dass er verschlagen war wie der Teufel.
Aber was ist mit der Frau auf dem Bild? An jenem Abend war sie ebenfalls anwesend. Sie arbeitete über den Sommer bei uns. Sie hieß Dana. Dana Rose. Ah, sie war so herzig und wohlerzogen. Selbst Vater war ihr gegenüber lammfromm. Kümmer dich um die Getränke der Wissenschaftler und nimm dann Bestellungen auf. Und sieh nach dem Herd, wenn du schon dabei bist. Ja, Herr Gustav. Schaffst du das auch, Dana? Es ist dein erster Abend mit vollem Haus. Also frag einfach, wenn du Fragen hast. In Ordnung, Kleines? Danke, Herr Gustav. Ich wäre froh, wenn Sie ein paar Ratschläge für mich hätten. Oh, eigentlich ist nicht viel dabei. Einfach immer lächeln und strahlen. Und mit ein paar freundlichen Scherzen fressen Sie dir 0, nichts aus der Hand, Mädel. Aber worüber soll ich reden? Ach, die Leute reden am liebsten über sich selbst. Achte aber darauf, dass du dich aus dem Gespräch ziehen kannst, wenn sie kein Ende finden oder wenn es unangemessen wird. Besonders, wenn sie ein, zwei zu viel hatten. Pass also auf, dann klappt das schon. Lächeln, scherzen, aufpassen. Verstanden? Genau. Schließlich willst du ja nicht, dass der alte Gustav kommen und dich aus Schwierigkeiten retten muss. Oder, Dana? Keine Sorge, Herr Gustav. Ich schaffe das. Dann ab mit dir, Schätzchen. Immer lächeln. Dann tragen sie bald das Tablett für dich. Ich muss diese Getränke den Wissenschaftlern servieren. Was zur Hölle ist denn eine Spitze? Ein Bier oder was? Oder eine Spitze und Birne, zwei Nebel. What? Jetzt weiß ich nicht, ob man das nochmal angucken kann. Ich schreibe mir das mal eben am besten auf. Dann eine Spitze und Birne. Keine Ahnung, was das ist. Und zwei Nebel. Ja. Ich würde dann mal sagen, da das hier wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauert, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.